Hallo und herzlich willkommen wieder aus Köstenberg hier mit Judith Bartiköchin, Kuchina und der Weber Grill Akademie Original. Und das Objekt der Begierde, glaube ich, hat man am Anfang schon einmal ganz gut gesehen. Ich mache heute ein Porter. Ein Porter, das ist echt richtig, richtig, richtig cool. Wir sind alle schon ein bisschen genervt von nicht Kontakt haben dürfen und so. Und deswegen trösten wir uns diesmal mit einem Porter. Was machen wir zu dem Porter dazu? Wir haben hier Paprika, die werden wir im Ganzen machen. Wir haben eine Süßkartoffel, da machen wir Süßkartoffel, Pommes frites daraus und Knoblauch, Kräuter und ein bisschen Spargel. Mehr ist hier jetzt nicht dahinter. Ich habe einen Wein wie so oft, ich habe ein Olivenöl und Salz und dann sind wir eigentlich schon fertig mit den Zutaten. Und das allererste, was wir jetzt einmal machen werden, ist dieses Steak sehr kurz angrillen, weil mein Grill ist wirklich, wirklich heiß. Also ich bin auf guten 300 Grad. Das heißt, das wird nur ungefähr 20 Sekunden dauern pro Seite. Und wenn ich es angegrillt habe, werde ich den Grill umbauen und so quasi auf indirekt umbauen. Das machen wir dann eh gemeinsam. Und während dann das Steak indirekt vor sich hin ziehen darf, werden wir gemeinsam die Grillbeilagen machen, also die Paprika und die Spargel und diese Süßkartoffelpommes frites. Das machen wir dann gemeinsam und am Schluss sehen wir dann, wie das Steak geworden ist. Und ich habe hier, wie gesagt, den Grill hergerichtet, einmal direkt mit dem Seagrate, mit dem Gussrost für das direkte Grillen vom Steak. Und ich habe neben mir dann noch den Gasgrill hergerichtet mit einer Platte, mit einer Plancha für die Süßkartoffelpommes frites, damit wir die dann machen können. Und ich nehme jetzt einfach einmal mein Steak und mache etwas, was nicht wirklich sinnvoll ist, nämlich ich muss das drehen, das fällt mir leichter, dass die leichtere Seite unten ist. Ich fahre mit meinem Steak über den Rost drüber. Ich werde manchmal gefragt, ob das einen Sinn hat. Ich fette auf der einen Seite ein bisschen damit den Rost, auf der anderen Seite ist der größte Sinn dahinter, dass der Moment, wo die Flammen aufsteigen, mir einfach Spaß macht und mehr Sinn hat das nicht. Und wenn ich lachen kann beim Grillen und Freude habe, dann hat das schon unglaublich viel Sinn. So, das heißt, man sieht, Flammen, Flammen, das macht Spaß und das ist der Grund. Mehr Grund hat es nicht. Und jetzt werden wir das Ganze einmal kurz andrücken, Deckel zu. Und damit keine Stichflammen entstehen, es ist ohnehin so heiß, mache ich hier heroben einfach die Lüfter zu. Das kann man auch von Kollegen lernen, gell? Man lernt nie aus, heißt das. Und letztes Mal habe ich mit Leo und Adi so das letzte Steak gegrillt und war ganz fasziniert davon, dass der Rauch überall rausgeht, nur nicht oben. Und es hieß immer, weißer Rauch ist guter Rauch. Also, ja, weißer Rauch ist guter Rauch. Wir drehen das Ganze um. Zweite Seite, man sieht, es ist nicht angebrannt, es geht aber ratzfatz. So, Deckel wieder zu. Und in der Zwischenzeit werde ich die Grillhandschuhe anziehen, damit ich hier umbauen kann, weil das ist ja in ganz kurzen Sekunden so weit, dass ich umbauen kann. Aha, das ist ein bisschen aufgegangen, das lassen wir noch ein bisschen zu. In der Zwischenzeit reduziere ich auch unten den Lüfter auf die Hälfte, weil so schnell geht die Temperatur ja nicht runter, dass ich es jetzt absticken kann, auch wenn kaum Luft dazu kommt. So, sehr gut. Auf die Seite mit dem Steak, das sind auch diese Momente, die ich so gern mag. Jetzt nehme ich den Rost heraus. Und dann habe ich den anderen Rost. Schiebe das auf die Seite, die Kohle werde ich aber rausnehmen, das brauche ich nicht. Das ist sehr groß. Ich habe oberhalb von dem Brikett ein bisschen Kohlen dazu getan, damit es besonders heiß ist. Die schiebe ich jetzt einfach auf die Seite. Das brauche ich nicht. Einmal, zweimal. So, ich bin gerade richtig. Dann tue ich den Rost in die Mitte hinein. Und dann stelle ich mein Steak in der Mitte auf. Und was ich noch machen werde,
ist natürlich auf der einen Seite einen Temperaturkühler hineintun und auf der anderen Seite Aluplatten auf die Seiten dazu tun, um die Hitze abzuschirmen. Da könnt ihr auch ein Brett hernehmen, das ihr einwickelt in Alufolie, aber bitte Bretter hernehmen, die auch grundsätzlich zum Räuchern geeignet sind, also alte Zedernholzbretter, die schon ausgebrannt sind zum Beispiel. So, einmal. Ich hätte es umgekehrt halten können. So, das sieht glaube ich hier besser aus. Das ist ja wurscht. So, einmal, zweimal. Und so lassen wir unser Vater jetzt drinnen. Dann kommt eine Sonde hinein. Mitte ungefähr versuchen. Ich werde aber hier noch eine zweite ins Filet tun. So, und jetzt starten wir das Ganze. Lüfter machen wir ein bisschen auf. 15, 14 Grad haben wir im Moment. Es wird eine Weile dauern. Und jetzt fangen wir an mit unseren Grill Pommes frites aus Süßkartoffeln. Ich werde aber hier in der Zwischenzeit die Form hineingeben in den Grill zum Heißwerden. Jetzt sehen wir schon die tolle Farbe von den Süßkartoffeln. Und die werden wir dann in Stifte schneiden. Ja, wahrscheinlich eh nicht die ganze jetzt brauchen, aber ich könnte die Hälfte einfach so in den Grill reintun für ein Püree, das ich dann später verwende, weil das ist schon sehr, sehr groß. So. Jetzt haben wir hier ein Schild. Ich halbiere sie gleich einmal. Sie ist relativ hart, so eine Süßkartoffel. Schneide ich das hier weg. Das kommt noch weg. Naja, vielleicht geht es sich doch für uns aus. Und jetzt schneide ich das nicht zu dünn. Einfach in Scheiben. Und diese Scheiben tun wir dann noch einmal in Stifte schneiden. So, so schauen unsere Pommes aus. Mehr ist nicht dahinter. Das ist ein super feines Gericht und recht einfach zu machen, aber ich glaube, das wisst ihr in der Zwischenzeit ohnehin schon, dass ich die einfachen Gerichte bevorzuge, dass es mir gefällt, wenn die Dinge leicht zu machen sind, simpel sind, vom Eigengeschmack leben und nicht mit hunderttausenden Aromen vermischt werden. Ich mag es gern wirklich mediterran und einfach und mit guten Produkten. Die schneiden wir jetzt wieder durch. So. Und die werde ich dann gleich mit Olivenöl rundherum einstreichen und nach und nach auf meine Plansche auflegen. So, da habe ich einen Teller vorbereitet. Jetzt mal Olivenöl drauf tun. Ihr könnt natürlich ein anderes Öl nehmen, aber das ist auch wieder sehr parteiisch von mir, dadurch, dass in der mediterranen Küche eigentlich alles mit Olivenöl gemacht wird. Ja, bin ich parteiisch und mache auch alles mit Olivenöl. So bin ich aufgewachsen, bei uns gab es immer Olivenöl, es wurde alles mit Olivenöl gemacht und bei uns ist es so, es gibt verschiedene Qualitäten, aber nicht nur raffinierte und unraffinierte, sondern auch verschiedene Ernten. Das heißt, je nachdem, wann Olivenöl geerntet wurde, desto mehr Phenole oder weniger Phenole sind drinnen, desto bitterer oder kratziger ist es oder weniger kratzig. Und die weniger kratzigen Olivenöle, die aus der Dezember-Jänner-Ernte stammen, von reifen Oliven, sind die, die dann meistens als Kochöle verwendet werden. Sind auch am ergiebigsten, jetzt von der Olive selber. Und wie gesagt, die werden dann als Kochöle hergenommen.
So, die werden wir jetzt einmal auflegen. Das braucht natürlich schon ein bisschen. Können wir jetzt ein bisschen höher drehen. Küstenberg, der Sonnenuntergang, das ist immer wunderschön. Also wenn man die Aussicht da genießen kann, dann macht das Film gleich doppelt Spaß. Dreimal so viel Spaß macht es dann noch mit Leuten. Ich kann gar nicht oft genug sagen, am meisten geben mir meine Grillkursteilnehmer, Kunden, Familie, Kochkursteilnehmer, Mitarbeiter ab. Also das ist ja das Traurigste an dem, was gerade passiert, dass wir so wenig Kontakt haben dürfen. Aber ich gehe davon aus, bald wird es wieder sein und dann werdet ihr mit mir hier in Köstenberg grillen. Wahrscheinlich dann unten am Platz. Wir sind fleißig am Herrichten. So, ich mache das jetzt noch voll und den Rest werde ich dann nur ein bisschen einhüllen und auf die Seite tun. So, wie schauen wir hier aus? Wir haben momentan noch 200 Grad im Grill, also es sinkt schön langsam, es war ja fast auf 300 Grad. Wir sind bei dem Steak auf 15 bzw. 16 Grad, das heißt, es geht so schön langsam dahin. Und obwohl man das nicht soll, wenn wir mal ein bisschen aufmachen, dass ihr seht, wie hier mein Steak aussieht, weil sonst wird es ja langweilig, wenn man das nicht zwischendurch einmal anschauen kann. Also es schaut immer gut aus, so ein Steak. So, und jetzt kommt der nächste Streich, und zwar 4 Paprika werden mir reichen. Ich werde diese Paprika grillen und das ist genauso einfach, warte, wir nehmen mal wieder das mit dem Öl her, genauso einfach wieder wie alles andere, was ich mache. Und zwar, die Paprika werden rundherum geölt, aber bitte nicht triefend, sondern wirklich nur, dass sie einen Glanz haben, mehr brauchen sie nicht. Und die werden wir dann im Ganzen grillen. Und in der Zwischenzeit kommt ein bisschen ein Öl in meine Form da hinein. Da werden wir ein bisschen ein Öl hineintun und eine Tomate. Die Tomate werde ich einfach nur anschneiden, dass sie aussafteln kann. Das Öl hinein. So. Die Tomate kommt da rein und dann werden wir noch Knoblauch reintun. So, den Knoblauch. Einfach mal abschälen. Mein Vater hätte jetzt keine Freude mit mir, weil ich wieder mal so viel Knoblauch verwende. Aber ich mag das. So, die werden wir nur pressen. Also einfach mit der Hand, wer nicht will, mit dem Messer, mit der Messerseite. Also man kann das Messer nehmen und so andrücken auch. Ja. Ich mache das aber nichts aus, ich gehe dann nachher Hände waschen. So, einfach nur ein bisschen zerquetschen. Die habe ich noch nicht zerquetscht. Und dann kommt das alles in diese Form dazu. Und als nächstes werden wir dann die Paprika mitgrillen. So, die legen wir aber jetzt einmal fürs Erste direkt auf den Rost, damit sie schön Farbe bekommen. Und dann werden wir einmal schauen, wie es aussieht mit unseren. Sie können sie noch, also man sieht schon, wenn ich rausnehme, sie fangen an, ein bisschen Farbe zu bekommen, aber dabei können sie noch liegen bleiben. So,
Dann werden wir in der Zwischenzeit ein bisschen den Spargel schneiden. Alles brauche ich heute nicht. So, was ich vom Spargel, also man könnte den Spargel da unten abschälen. Ich schäle ihn normalerweise nie ab. Ich schneide einfach relativ grob weg. Das verwende ich dann für Suppen. Also das hebe ich auf. Den Rest werde ich heute nicht das ganze Spargelstangen lassen, sondern in Stücke schneiden, weil das kommt dann nachher zu meinen Paprika dazu, in diese Form, in die feuerfeste Form hinein. Und in der Zwischenzeit, mal jetzt nochmal schauen, ob wir das drehen können. Ja, das können wir schon ein bisschen drehen. Sehr schön. Werden wir von allen vier Seiten grillen. Jetzt habe ich wieder die gleiche Seite gedreht. So, da sieht man schon schön die Farbe. Siehst du das, Andreas? Schau mal. Ja. Immer schön die Farbe. Und dann werden wir da weiter drehen. Das ist ein Geduldsspiel. Paprika fangen an zu duften. So. Heiß, heiß. Ich muss die Paprika mal drehen. Ja, die kriegen schon ein bisschen Farbe. Also die drehen auch, dass sie die Paprika Farbe bekommen. Das tun wir auch immer wieder drehen. Die Tomate. Und der rühren wir immer wieder in unserer Schüssel herum. Und da drehen wir weiter und hinten. Ich fange jetzt auch schon an, mein Steak zu riechen. Das ist jetzt bei 22 Grad. So, das heißt, ich werde jetzt das Steak einmal weiterziehen lassen und sobald das Steak fast fertig ist und meine Beilagen fast fertig sind, die drehe ich jetzt nur noch immer wieder, dann werden wir einen zweiten Einstieg machen und gemeinsam anrichten. Und wir sehen uns gleich wieder. So, es geht jetzt weiter. Zur Erinnerung, wir haben hier ein Porterhouse-Steak und als Beilagen Süßkartoffelpommes, gegrillte ganze Paprika mit Tomaten. Die Tomate ist ja, wie man sieht, jetzt schon schön zusammengegangen. Ich habe ein bisschen Wein aufgegossen, der Knoblauch ist auch schon geschmort. Jetzt tue ich einmal den Spargel da dazu, der ist ein bisschen mitschmurgelt. Und frische Kräuter, Rosmarin, Thymian, nein, das ist Bohnenkraut, Thymian. Und Zitronenthymian, mehr brauche ich gar nicht. Das werden wir ein bisschen durchrühren. Und die Paprika legen wir dann oben drauf. Und wir haben ja schon gesehen, mein Steak hat jetzt 51 Grad, wobei das ist das Filet. Und das werde ich bei 52 Grad gleich einmal herunternehmen, das Filet. Weil das reicht dann schon von der Temperatur. Das Filet herunternehmen, lasse ich noch kurz lassen. Dann können wir in Kürze anfangen anzurichten und währenddessen zieht dann noch das zweite Teil vom Porter weiter. Also man sieht, das zweite Teil ist bei 45 Grad, das dauert immer ein bisschen länger und das macht aber nichts. Wir können das dann später essen und wir wollen natürlich nicht, dass unser Filet zu weit zieht. Jetzt sind wir bei 53, perfekt. Jetzt nehmen wir herunter das Filet. So, da werde ich einfach kurz darüber gehen mit dem Ganzen. Thermometer heraus. Dann schneiden wir das schön da herunter. So, man sieht, das schaut wunderschön aus. Das tun wir jetzt unter dieses Hauberl. Dann lassen wir es noch ein bisschen rasten. Sehr gut. Das Thermometer ziehen wir heraus, dass wir dann die richtige Temperatur anschauen können. Gut, und in der Zwischenzeit werde ich da euch beim Paprika noch was zeigen, bevor ich den Paprika da wirklich hineinfallen lasse komplett, werde ich den
ein bisschen abziehen. Das, was leicht runtergeht, das ist beim Spitzpaprika ohnehin eine sehr, sehr, sehr dünne Haut. Also das ist jetzt nicht so, dass man unbedingt alles runterbekommen muss, aber alles, was so schön schwarz geworden ist und alles, was sich leicht löst, das nehmt ihr vom Paprika herunter. Das kann man beim Essen natürlich auch noch machen, aber ihr seht, das geht relativ leicht. Und diese Schalen sind das, was am bittersten ist beim Paprika. Jetzt werde ich da kurz diesen Paprika dann, wenn ich ihn abgeschält habe, ausrinnen lassen über meinem Töpfchen hier. Saft heraus. Der ist nämlich jetzt hier offen. So, den Saft lasse ich hier hineinrinnen. Das nehmen wir wieder mit zurück. Dann lassen wir zu, dass der Spargel fertig wird. Und dann werde ich hier komplett aufmachen und die Samen heraustun. So, ab. Samen weg. Da ist noch ein Häutchen, schön geputzt. Und hier noch einmal drüber fahren. Häutchen weg. Und der Paprika ist schön sauber. So, den tun wir jetzt wieder da zurück. Das machen wir gleich mit dem nächsten. Die Häutchen lösen. Schön herunternehmen. So, da kann man immer ein bisschen nachhelfen, wenn es sich nicht sofort löst. Abziehen. Da sieht man, ich kriege das ganz einfach runter. So, zack, weg. Da wieder ein bisschen abschaben. Da wieder ein bisschen abschaben. So, jetzt wieder, falls da noch Saft drinnen ist, der ist ja auch schon ein bisschen offen, tun wir den einmal kurz über unseren Topf halten. Doch, es ist noch Saft drinnen. Den Saft schön ausrinnen lassen, dass wir ja nichts verlieren, weil das ist sehr, sehr, sehr aromatisch. So. Und jetzt tun wir wieder die Samen heraus. Da ist noch ein bisschen Häutchen. Tun wir weg. Und die Samen heraus. Der Paprika ist so wirklich total genial, weil er ganz weich ist. Und wie gesagt, alles, was an schwarzen Stellen da war, ist ja dann komplett weg. So, noch einmal. Man sieht, mit ein bisschen einem Werkzeug und den Fingern geht es ganz einfach. Der ist ein bisschen grüner, da merkt man schon, dass es schwieriger geht als bei den ganz roten. Das ist leider immer so, aber am besten ist die Schale meistens auch ein bisschen dünner. So, den Saft muss ich jetzt wieder da hineinrinnen lassen. So. Jetzt verlieren. So, jetzt machen wir wieder auf. Das ist noch ein Häutchen, das sind weniger Samen. Gut, und dann noch den letzten. Da verliert jetzt schon den Saft, den tun wir gleich da rein. Das ist schon offen. Und da seht ihr, da kommt wirklich oft einmal recht viel heraus. Und es wäre total schade, den nicht hineinzugeben ins Gemüse, weil der ist wirklich sehr aromatisch. So, wieder anlösen. Mit den Fingern weg. So. Und abziehen. Was gar nicht geht, da ist die Schale meistens eh dünner, dann lasst es. Oben aufmachen, da schauen wir noch, ob wir das Dunkle wegkriegen, weil das geht sicher leicht. Ja. So. Da sind auch wieder wenige Samen. Und das kommt jetzt auch wieder ins Gemüse zurück. Gut, das rühren wir mal durch. Dann werden wir das Ganze noch mit groben Salz salzen und sobald das grobe Salz drinnen ist, auch noch pfeffern und dann können wir schon mit dem Anrichten anfangen. Kurz mal tauschen. So. Steak ist auch bald fertig, ist auch schon bei 49 Grad.
Da haben wir wieder dieses grobe Meersalz. Das sind diese Flocken. So, dann etwas Pfeffer. Über die Pommes kommen auch noch Flocken drüber. Stellen wir das daher. Jetzt werde ich kurz noch die Schnittfläche vom Steak auf die Plansche draufgeben. Dann fangen wir schon mit dem Anrichten an. So, nochmal ein paar Pommes frites drauf. Wenn ihr Angst habt, dass euer Steak nach dem Rasten zu kalt ist, weil natürlich die Kerntemperatur außen jetzt nicht so wahnsinnig hoch, die Kerntemperatur nicht so wahnsinnig hoch ist und durchs Rasten es außen natürlich auch nicht so wahnsinnig heiß ist, könnt ihr ganz kurz noch einmal das Steak beidseitig auf den Grill legen und grillen und dann bekommt es eine gewisse Oberflächentemperatur und also wirklich nur ganz kurz, das heißt, ihr legt es einfach einmal ganz kurz auf die eine Seite. Ganz kurz auf die andere Seite. Dann ist es außen ein bisschen heißer. Und dann ist es für viele einfach vom Gefühl her angenehmer. Weil sie sagen, wenn es außen schon so abgekühlt ist, dann mögen sie es nicht. Und da passiert jetzt von der Temperatur innen nicht mehr viel. Also das könnt ihr immer machen, wenn ihr Zweifel habt, ob die Außentemperatur warm genug ist. Und jetzt werden wir unser Steak anschneiden. So. Oh, das sieht echt richtig gut aus. Ganz zart. Schaut mal. Ganz perfekt. Super Farbe. Jetzt werden wir mal zuerst den Königsteil vom Steak genießen und danach, den können wir dann auch schon runternehmen zum Rasten lassen. Dann werden wir den zweiten Teil genießen. So. Gut. Noch einmal Pommes frites. Noch einmal Gemüse. Und jetzt werden wir das Steak da rausnehmen. Dass ihr den Burschen noch einmal anschauen könnt und euch vorstellen könnt, dass wir heute unser Abendessen aus vollen Zügen genießen werden. Jetzt lasse ich das Ganze genauso wie ungefähr die Zeit, die ich jetzt gebraucht habe zum Anrichten, rasten. Und danach werden wir wirklich mit Genuss essen. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder mit mir gemeinsam solch tolle Sachen essen könnt. Dankeschön und bis bald.